Unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Dr. Marcel Huber ging auf dem Gelände des Flugplatzes Mössling ein Verkehrssicherheitstag für Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus ganz Bayern über die Bühne. Unter der fachlichen Regie eines Fahrlehrers konnten die Jugendlichen nicht nur etliche Runden drehen, sie erfuhren auch eine Menge über sicheres Fahrverhalten, so zum Beispiel Bremsen bei hoher Geschwindigkeit, Aquaplaning und Kurvenfahren. Auch in diesem Jahr konnte ein Aktionstag für Verkehrssicherheit für junge Fahranfänger und junge Fahranfängerinnen, die Mitglied bei den Bayerischen Jugendfeuerwehren sind, angeboten werden. Bedingt war, man musste 17 Jahre alt sein und den Führerschein für begleitendes Fahren vorweisen können. Rund 30 Jungfeuerwehrler und Jungfeuerwehrlerinnen nutzen die Chance, ihre bereits erworbenen Kenntnisse in der Fahrausbildung zu ergänzen. Michael Prenissel erklärt, welche Szenarien für die jungen Fahranfänger vorbereitet worden waren. Es wird im Prinzip jede Rahmenbedingung erläutert und trainiert, die in kritischen Situationen auftauchen können, um Grenzbereiche richtig einschätzen zu können und sich in Grenzbereichen richtig verhalten zu können. Hierzu gehen wir in die fahrphysikalische Möglichkeit der Fahrzeuge und es ist ein Merkmal dieses Trainingskonzepts, dass auch mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Kurvendynamikkräften gefahren wird, um auch den emotionalen Empfindungsteil des Fahrers optimal abdecken zu können. Unter den praktischen Übungen waren Slalomfahrten, Bremsen aus erhöhter Geschwindigkeit, Aquaplaning-Situation und vieles mehr. Das Slalomfahren, was möchte man den jungen Fahranfängern hierbei übermitteln? Für das Ergebnis des Trainingseffekts ist es eine Notwendigkeit. Das Slalom beinhaltet sehr wesentliche Merkmale, verbindet die Notwendigkeit der richtigen Sitzposition, der richtigen Blickorientierung, der richtigen Lenktechnik, das Erfahren einer physikalischen Gesetzmäßigkeit, die Fliehkraft wächst im Quadrat der Geschwindigkeit. Das kann bei dieser Trainingseinheit am optimalsten vermittelt werden. Auch mit dabei Bremsen unter dem Einfluss von Aquaplaning. Eine wichtige Information für die zukünftigen Kraftfahrer? Wir halten diese Trainings sehr bremslastig. Aus folgendem Grund: Wer rechtzeitig stark genug bremst, ist nie zu schnell. Auch der Bremsweg wächst im Quadrat der Geschwindigkeit und die Bremswege haben sehr unterschiedliche Ergebnisse entsprechend der Haftung, die für die Reifen zur Verfügung steht, Bremskräfte zu übertragen. Wir gehen bei den Bremsungen bis in Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Auf der Rutschfläche üblicherweise entsprechend der rutschigen Fahrbahnverhältnisse bis 60 km/h. So kann der Teilnehmer hervorragend erfahren, wie Bremsen auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen sich auswirkt und wie er die Fahrphysik an diesem Punkt zu verstehen hat. Die Sicherheit der Fahrschüler bei ihren Aktionen war immer gewährleistet, da man mit Fahrschulfahrzeugen unterwegs war und einen Fahrlehrer als Beifahrer hatte. Aber auch ein Fahrsimulator stand zum Testen bereit. Was jedoch eine Autofahrt mit einer solchen Brille bewirken soll, mehr dazu von Fahrlehrer Michael Prenissel. Brille kann man unter dem Schlagwort definieren Virtual Reality. Ist im Moment eine Technik, die in einer exponentiellen Geschwindigkeit auf den Markt drängt und Möglichkeiten schafft, im digitalen Segment Fahreindrücke, Fahrsituationen, Verständnis für die Technik am optimalsten rüber zu vermitteln. Wir kombinieren es mit dem Fahrsimulator, um bestimmte Gefahrensituationen, beispielsweise in der 30er-Zone, wird ein Kind zwischen den parkenden Autos noch mit einem Bremsweg konfrontiert, der reicht. In derselben Situation, in uneingeschränkt derselben Situation bei 50 km/h, das Kind mit 50 km/h totgefahren. Diese Simulation kann authentischer nicht rüber vermittelt werden als über Virtual Reality. Das ist nur ein Beispiel zum Einsatz dieser Brille. Die Regelung Fahren mit 17 gibt es nur in Deutschland, jedoch immer unter der Aufsicht einer der in der Prüfungsbescheinigung eingetragenen Personen. Ziel der Regelung ist es, die hohen Unfallquoten bei Fahranfängern zu senken, da diese häufig noch nicht über die notwendigen Erfahrungen, jedoch über eine hohe Risikobereitschaft verfügen.